Da gibt's auch nichts zu feiern, doch. Oh, Double Header. Oh. Gott sei Dank. Ein normales Level. Ah, schön. Jetzt habe ich bestimmt auch voll die Probleme damit. Ja, direkt wieder gute Laune. Oh, hier gibt's bestimmt. Stimmt, ne? Superman. Das war ganz schön lang, das Level. Lädt allein schon weniger zum Verzweifeln an als die in den orientalischen Leveln. Das stimmt. Ach, schön. Aber warte mal, was richtig schön ist jetzt nach diesem komischen Dreckslevel, das vorhin. Was war da? Wir müssen jetzt gleich nochmal gucken, wie das heißt. Irgendwie High Time oder sowas. Wie ist das? High Time, ja. Haben wir jetzt hier alles. Gott sei Dank haben wir das Wasserlevel schon, ey. Ja, schön. Tschüss. Tschüss! Leider haben wir die schon gemacht. Schade, weil die machen echt Bock. Toon Time. Okay, zwei Scheißlevel hier drin. Ja, machen wir da zuerst. Erst Tomb Time, dann das andere High Time Level. Und dann das an G-Wiz war das, glaube ich, ne? Dann machen wir das noch. Kommt man dem hier nicht ins Face schießen? Irgendwie sonst. War nicht irgendwas? War das hier? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Schön erstmal hängen bleiben. Wie spaßig sie, wie viel Spaß es hat. Maske. Fine, fine, fine. Ah, da müssen wir die Edelsteine noch machen. Ich glaube, hier fehlen uns beide Edelsteine drin. Oder ich habe mich verguckt. Ich weiß es nicht mehr. Da hat es wieder sehr viel Spaß gehabt.
glaube, das ist eh schon das Ende. Schön, war bei der Impfung. Alles gut bei euch soweit? Ja, jetzt wieder. Ich hatte eben sehr viele Probleme bei Hightime. Aber Gott sei Dank muss ich das Level nicht mehr sehen. Und bei dir? Wir überlegen, ob wir jetzt erst... Ne, wir machen erst die anderen beiden Relikte noch und dann holen wir hier bei Tomb Time die anderen beiden Edelsteine. Hang 'em high. Howdy. Howdy. Wie war das bei Howdy? Wie war das denn noch? Bei South Park. Howdy. Howdy. Irgendwas mit Howdy. Ich weiß es nicht mehr. Kann man hier abkürzen? Ja. Howdy hi, war das so? Ich weiß es nicht mehr. Nee, nehmen wir doch mit die Kiste. Oh, Maskenpower. Ist so schnell, ne? Oh, hier ist gleich schon Ende, oder? Hier hat es immer geruckelt bei der Blazer 1. Ja, nur so müde, also weil wenig gepennt. Was? Warum du... Nicht wegen Impfung. Ja genau, ich mag den Ruckler. Ja. War das jetzt deine erste Spritze oder deine zweite? 53,8 hatten wir, ne? Was war denn hier das hier? Was ist denn hier? Ja, ist machbar. Geruckelt ist gut. Das Spiel ist für 2 Sekunden komplett... Ja, 2 Sekunden ist schon ein bisschen übertrieben. So viel war es nicht. Bei einem Motorradlevel gibt es auch so einen pauschalen Ruckler kurz vor der letzten Rampe. Weiß ich jetzt nicht. Ist das das mega große Loch am Ende? Huch. Ich dachte als Kind immer, das liegt an meiner CD. Ja, oh, beim Turbo-Boost. Diese Stelle hier, ne? Aber man muss einfach nur X gedrückt halten, dann hat man das Problem nicht. Weil das ja geändert wurde in diesem Spiel. Was eine tolle Änderung. Oh, Platz da. Hier komme ich. Oh,
Also entweder hat jemand geheiratet oder irgendwas spieltechnisch war wieder. Yay! Also hier EU. EU. EM. EU-Meisterschaft. Wer kennt sie nicht? Aber ist ja eigentlich auch richtig, oder? EU-Meisterschaft wäre eigentlich auch richtig. So. G-Wiz. Ah. 18.06 Uhr haben wir. Sind eigentlich schon ein bisschen überfällig. Natürlich alkoholfreies Radler, Shen. Beste. Ich habe auch noch reines alkoholfreies im Kühlschrank. Von Klaus Thaler. Müsste ich auch noch mal wegtrinken. Trinken mit D. Ich glaube, wir machen jetzt noch das eine. Würde ich sagen. Mal hier mein Oberteil wieder zurückzuppeln. So. Hier, das. Ditti hier. Top Time. Was muss man denn da machen? Hast deine Collectors Edition abholen können? Ja, die steht hier. Ist noch nicht ausgepackt. Wollte ich gerne nach Crash machen. Aber ich habe schon am Anfang erzählt, ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob ich diese Special Edition gekauft habe. Aber es müsste die eigentlich sein, weil die auf der Seite keine anderen hatten. Also erstens bin ich gespannt, ob ich diese Special Edition habe und wenn ich sie habe, welche Nummer es ist. Das wäre doch mal super gemeistert gewesen. Es ist so ungewohnt, jetzt hier mal normal durchzulaufen, ne? Draußen grillt irgendjemand. Wieso?
müssen wir auf jeden Fall gleich rückwärts laufen. Also das war hier jetzt wohl mal unnötig. ...44 Leben haben wir. Ich habe da bisher noch die ganze Zeit noch gar nicht drauf geachtet. Say what? Ach, Leute. Leute. Ach, Rick. So. Rick, du hast ganz schön was verbrochen. Hat sich das gerade irgendwie angehört. So. Nee. Ich wollte eigentlich fragen, falls es morgen doch dazu kommen sollte, dass ich Lust auf Counter-Strike hätte. Hätten Sie Zeit? Fragezeichen. Wenn dann abends wahrscheinlich. Da vorne noch Kisten? Nee, ne? Weil dann weiß ich ungefähr, wann hier Ende ist. Hallo! Quietsch! Oh, ein Checkpoint. Kommt auf die Uhrzeit an. Wahrscheinlich ab 18 Uhr mache ich ein Race gegen Niklas. Also dann wahrscheinlich nicht. Na gut. Ist ja nicht schlimm. Aber wie gesagt, ist sowieso die Frage, ob es überhaupt dazu kommt. Kann auch sein, dass ich mega Kopfschmerzen habe vom VR-Zocken. Ich wusste nicht, dass hier so ein Ding kommt. Das ist seit lange, ne? Ne, ist nicht. Ja, kann ich ja lange warten, nur. Schön, hier sind die letzten. Hast du schon mal ausprobiert bis jetzt? Ja, ich habe halt nur geguckt, ob es funktioniert. Ich habe bisher gezockt, PlayStation Worlds heißt das, glaube ich. Da habe ich das Unterwasser-Ding gespielt und dieses, wo man so einen Ball mit dem Kopf immer so hin und her machen muss. Mehr habe ich da, glaube ich, noch nicht gezockt. Aber ich wollte dann morgen, wollte ich Beat Saber zocken. Ganz viel. Bis mir die Arme abfallen. Und der Kopf. Aber dann habe ich noch so ein komisches Flugspiel, was ich auch noch spielen wollte. Also was heißt Flugspiel? Halt so ein...
so ein Gleit. Hat man so einen Gleitanzug an? Ja, ich habe auch vor, also allerspätestens, wenn. Also ich habe ja vor. Jetzt muss ich nochmal ausholen. Heute ist ja The Room dran, The Room 4. Danach wollte ich dann das zweite Spiel von diesem Nonary Games spielen und danach würde drankommen The Room VR, was ich dann auf der Playse zocken würde. Und ja genau, da spätestens da würde ich dann das erste Mal ausprobieren, ob das geht. Nur eine doofe Frage, warum benutzt du das von Dennis nicht mit? Ja, weil Dennis hat mir das zu unserem Jahrestag, der noch nicht ist, geschenkt. Deswegen, ich hatte zudem gesagt, so ja, ich muss mir das irgendwann mal von dir ausleihen. Ich hatte aber jetzt aber noch die ganze Zeit irgendwie so Spiele, die ich noch spielen wollte, beziehungsweise wo ich angefangen habe zu spielen und dann nicht weiterkam und bla und blub. Und dann habe ich mir das nie ausgeliehen irgendwie und jetzt hat mir Dennis das dann geschenkt. So. Haben wir jetzt hier den. Fertig den Warp Room? Da haben wir alles. Da haben wir alles. Da haben wir alles. Auch alles. Dann auch alles. Okay, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal dann erst weiter. Beim nächsten Mal kümmern wir uns um die restlichen Edelsteine, die uns hier fehlen. Und dann machen wir mit den Relikten weiter. Ja. Also ich denke mal, also nächste Aufnahme sind wir auf jeden Fall noch dran. Vielleicht wird die auch das nächste Mal ein bisschen länger. Mal gucken. Wir lassen uns überraschen. Ja gut, dann hoffe ich, dass euch die heutige Aufnahme von meinem Live-Let's Play hier gefallen hat und dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!